Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ich schätze mal, eine weitere Prüfung ist jetzt aufgetaucht und wir schauen mal, was uns hier als nächstes erwartet. Wir haben ja, glaube ich, zwei Prüfungen schon abgeschlossen. Das war einmal... Willkommen zurück. Darf ich noch reden? War einmal in sein Schloss? Sein Schloss war das letzte, was wir gemacht haben. Das war da hinten, glaube ich. Und dann seine Prüfung hatten wir auch schon gemacht. Ich weiß aber jetzt nicht, wo die war. Und jetzt leuchtet der Eulenturm. Jetzt ist die Schulleiterin dran. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Okay, sehr interessant. Das kann ja was werden. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Ohne, dass wir einen auf die Mütze bekommen. Okay, es hat noch nicht aktualisiert. Warten wir mal einen Moment. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Professor Fig. Hilft doch garantiert hier. Zack. Und spadusch. Bevor wir jetzt dahin rennen, geht das ein bisschen schneller so. Komm, blub. Guten Abend, gute Nacht. Ich bin hier. Hallo? Wo ist der denn dauernd? Der ist nie hier. Ah, das war ein Demigo. Ah, okay, sorry, wir haben kurz mal Prioritäten. Sonst vergesse ich den kleinen Hallo-Tri wieder. Was haben wir denn hier? Ah, das habe ich. Vergesse ich sonst wieder. Sorry, das machen wir mal schnell. Die Dinger muss ich auch einsammeln. Ich bin sehr faul, die Dinger einzusammeln. Sobald ich immer eins sehe, tue ich direkt auf Nacht switchen und dann sammle ich den ein. Ich bin wirklich viel zu faul, im ganzen Schloss rumzurennen und nur die Dinger da zu suchen. Ich mag zwar das Schloss sehr gern, aber... Na, muss ja nicht Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich.
Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Oh Gott. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. Mm, so, so, so. Die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Oh Gott, das kann ja was werden. Oh Gott. Oh, und er scheint sehr schnell zu wirken. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Oh Gott, das wird fürchterlich cool. Ich muss da einen extra Spielstand machen. Oh Gott, ich merke schon, das wird cool. Oh Gott, Hilfe. Moment, welchen Spielstand? Welchen brauche ich denn nicht? 35 Stunden. Machen wir den hier einfach mal. Oh Gott, das wird... Oh Gott, den Spielstand rahme ich mir ein. Oh, das wird geil. Oh mein Gott. Gott, ich will... Ach Gott, ich werde es genießen. Ach Gott, ich hoffe, man kann hier viel machen. Ich habe zwei, drei Sachen schon gehört, aber... Ach Gott. Ach Gott, so viel Chaos. Hallo. Ist hier jemand da? Warte, Knibi. Ah, oh, nee, zaubern darf ich nicht. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Nicht hier so rumstehen. Geht in die Schule, ihr Faulhunde. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ach ja? Warum können wir hier nicht über Tränke reden? Scheint mir in Ordnung. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Hilfe. Ich will jetzt schon nicht mehr, aber es ist zu geil. Ach Mann, ich will Schüler. Ich will Schüler mobben. Hallo, ich will jetzt Schüler mobben. Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Ach so, der rennt vor mir. Das nennen nicht. Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Oh. Gareth, Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, irgendwo sein? Ach, oh, Professor, ja natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen.
Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem guten Benehmen, Sir. Ich habe Sie im Auge, Mr. Weasley. Laut Mr. Redding vom Honigtopf sind kürzlich einige seiner Billywick-Stacheln verschwunden. Eine ausgezeichnete Trankzutat. Und ich weiß, Sie haben für Tränke durchaus was übrig. Was? Aber Sir, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Honigtopf. Ich... Ha! Schluss damit! Seien Sie versichert, meine Augen und Ohren sind überall. Weitergehen, Mr. Weasley. Gott, dieses teuflische Insiderwissen. Oh Gott. Ist das toll. Das ist mal was für mein Tagebuch. Woher weiß dieser böse Schulleiter alles? Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh, ich will mehr mobben. Ich will jeden Schüler mobben. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Hallo, ich will hier Schüler mobben. Hallo, kann ich Professor hier... Black. Keine Zaubersprüche machen. Oh, Omnis. Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Oh Gott, ist das fürchterlich. Mit Professor Black stimmt etwas ganz und gar nicht. Diptam und Bubotubler-Eiter? Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Oh Gott. Oh, Professor, auf ein Wort? Ich weiß, ich glaube, ich beende es. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa? Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Bitte tun Sie das. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Ich... Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Ach Gott, Unruhe stiftet. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Avada Kedavra hier. Ach Mann, ich will hier... Ich will hier einfach Chaos stiften als Schulleiter. Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Ein bisschen Crucio, ein bisschen Avada Kedavra. Ein bisschen Imperio. Jede Menge Flüche schmeißen. Vor allem unverzeihliche. Guten Tag. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor. Das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen, schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Genau. So was hier. Die mobben mich hier. Gleich alle nach Azkaban verbannen. Solche Schweine. Hallo.
kauen mit offenem Mund? Wo sind ihre Manieren? Ich will Chaos stürzen. So viel Chaos. Schade, dass man trotzdem so wenig Interaktionsmöglichkeiten hat. Aber es ist trotzdem... Oh Gott. Das wird geil. Aber es ist trotzdem geil. Ich muss Sie wirklich sprechen. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh. Also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Und ich vermisse ihn nicht. Nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, nein, nein. Das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Sagt ihr jetzt noch was? Na komm, die kann doch noch was sagen. Hallo, bitte sag. Wunderbare Arbeit? Spielraum für Professor Fig? Ich werde diesen Mann nie verstehen. Okay, dann eben so. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Oh Gott, Hilfe. Ruhe, Soldat. Gott, das wird fürchterlich. Hallo. Darf ich mich zu euch setzen hier? Voll. Oh, wenn der Meister sieht, welch wundervolle Arbeitskorb leistet. Ach, guten Tag. Vor allem, ich finde ja das Beste hier, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Der Weihnachtsbaum hier, alles hier, wow. Na, das ist schon geil mit einer RTX 4080 hier. Vor allem absolut flüssig, etc. pp. Schöne Sache, auch hier alles geil. Auch der Baum und alles, wow, große Augen, Funkel, Funkel. Aber der Arschplatz, den hat wirklich... der Schulleiter. Der hat einen wunderschönen Baum vor sein Gesicht beim Essen. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Schöne Aussicht. 90% Baum, 10% Schule. Crow! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh. Aber der Meister ließ Grope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Okay, was sagen wir jetzt? Stellst du mich in Frage oder ich hab's mir anders überlegt? Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Grope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja. Natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher. Oh Gott. Ich glaube, reinblütig nicht. Etwas mit meiner Familie, etwas mit Stärke. Gottes Willen. Familie oder Stärke? Familie oder Stärke? Familie. Ich erinnere mich natürlich. Familie Black regiert. Stellt der Meister Scrope auf die Probe? Das wollte ich nicht sagen. Statt Stärke. Ich erinnere mich natürlich. Es ist gemeinsam stark, nicht wahr? Der Meister bringt Scrope zum Lachen. Stets reinblütig, wirklich? Das war bei den Blacks? Okay. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr?
Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Oh. Sicher? Oh, ich glaube, jetzt fängt nur der Spaß jetzt richtig an. Achtung, Schüler! Oh. Solange wir uns nicht zurückverwandeln? Hey! Hallo! Ich will eine Rede halten! Hallo! Schade. Ach Mann. Ich will eine Rede halten. Hallo. Hallo. Ihr seid alle kacke. Hasst mich. Oh. Jetzt rüpst er die ganze Zeit. Renn, Alter, renn! Gerade so geschafft. Oh. Oh. Fick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Okay. Eigentlich müssten wir die Kleidung ja tragen noch, aber egal. Lass mich jetzt mal dahingestellt. Wir machen ganz schnell mal die Truhe auf, sonst vergesse ich die auch wieder. Alles immer gleich aufmachen und mitnehmen. Was man mitnehmen kann, das kann ich euch wirklich als Tipp geben. Da vergisst man nichts. Oh Gott, hilf. Das hat schon was. Das hat schon was gerade gehabt. Ach man, ich hätte viel mehr Chaos anstellen wollen. Super unauffällig wahrscheinlich, wenn wir oben sind. Warum war ich hier ganz oben noch nie? Da war wahrscheinlich immer ein Schloss dran. Rebellion. Da muss ein Schloss dran gewesen sein. Oh, boah, hell. Viel zu hell. Hilfe. Raytracing ist ein Graus. Ja, hier oben war ich ja noch nie. Pardon? Okay, dann ist das erst neu aufgegangen. Interessant. Okay, da brauchen wir auch irgendwas. Revelio. Ah, das sieht ein bisschen anders aus. Hier muss ich das Passwort sagen. Oder? Doch, sieht ein bisschen anders aus als zu Harry Potter. Passwort. Ah, da hätte ich was aufsammeln können. Aha, Moin. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Mottos haben. Revelio. Alles mitnehmen hier. Alles klauen. Oh, da sprechen Huhn. Ich wusste gar nicht, dass er hier im Büro rumchillt. Stufe 3. Ja, das Spiel denkt auch, dass ich schon viel weiter bin mit den blöden Dingern da. Sorry. Ich suche halt die Dinger nicht. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder. Oh. Denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Mir schwarz schon Böses. Ich habe eine Vorahnung. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Ja, wahrscheinlich so selbstverliebt, wie er ist. Revelio.
Die Blätter darf ich nicht einsammeln. Nicht reden! Haarwasser. Revelio. Den hier können wir nicht einsammeln. Revelio. Drück mal noch einen Tön. Das muss das Podest sein. Bisschen klauen. Okay. Let's get in.